Haus der digitalen was? Haus der digitalen Kultur ist es? Ja, okay. Boah. Ein Radio? Ähnliches. Ich weiß es nicht. Kultur, digitalen Kultur. Also das kann ich mir darunter jetzt eigentlich nicht viel vorstellen. Vielleicht viel mit Informatik, viel mit Technik. Vielleicht auch sowas wie ein Startup oder so. Weiß ich nicht. Na wie schön. Irgendetwas mit Medien. Ne? Keine Ahnung. Digitale Kultur. Ja, ich denke halt irgendwie eine Art von digitaler Kunst und Darstellung im Prinzip, sowas in der Art. Aber gleichzeitig natürlich schon auch Kommunikationskultur ganz viel. Das ist ja ein wesentlicher Teil der digitalen Welt, dass einfach viel kommuniziert wird. Kann ich mir eigentlich nichts drunter vorstellen, was digital mit Kultur verbinden könnte. Das vielleicht alles rund um Digitalisierung, also sprich Handy, AI, also Intelligenz, dass das alles zusammengefasst wird, erklärt wird, erläutert wird, und vielleicht auch die Zeitreise von wie es damals war oder wie man mal mit einem Schnurtelefon angefangen hat und wie man jetzt im Endeffekt mit Smartphones umgeht, dass das vielleicht auch einfach nochmal dargestellt wird. Ich schätze mal, es wird Menschen, die nicht so viel Ahnung von Digitalem haben, das Ganze ein bisschen näher bringen. Vielleicht sogar so ein bisschen als Bürgerforum oder sowas, vielleicht für eine jüngere Generation. Sowas wäre auch interessant. Keine Ahnung, eine Mediathek, die irgendwie cooler ist, wo man reingehen kann und Sachen ausprobieren kann und wo so ein Mix ist aus alten Mediensachen und neuen Mediensachen und so. Ja, ich würde mich trauen, klopfen und fragen, weil ich nicht genau weiß die Thematik, und würde ich mich dann informieren. Das wäre für mich sinnvoller. Bevor ich mir irgendwelche Gedanken mache und im Netz dann rumhangle und suche, würde ich direkt dorthin gehen. Es ist fast ein Widerspruch drin. Also für mich ist Kultur irgendwas, was eher in der Zeit zurückliegt, und Digitales ist etwas Moderneres irgendwie, mit dem wir uns zwar auch beschäftigen inzwischen schon seit einiger Zeit, wegen der Kinder, die wir haben und inzwischen in manchen besser sind als die Kinder, weil wir mehr Zeit haben. Aber es ist fast für mich ein Widerspruch drin, genau. Die Frage ist nur, gibt es tatsächlich eine digitale Kultur? Mhm. Ja. Okay. Der Meinung sind heutzutage viele, ich nicht. Also Kultur ist mehr kulturelles Erbe, als kulturelles Erbe für mich zu sehen. Ja, das ist für mich sowieso ein Problem, weil ich da nicht so besonders dafür bin. Höchstwahrscheinlich bin ich da einfach die falsche Generation. Also ich finde diese digitalen Medien ganz nett, aber ich finde, sie haben einen zu großen Platz in unserer Welt, und das ist mir einfach gar nicht so gefühlig. Ja, sicher. Was ich vorher schon angesprochen habe, ist Folgendes. Man tut jetzt so, als sei durch Digitalisierung irgendwas ganz anderes, Neues, was weiß ich wie, Erklärungsbedürftiges entstanden. Das sehe ich nicht so. Digitalisierung ist eines von vielen Hilfsinstrumenten, was man sich im Laufe der menschlichen Geschichte ausgedacht hat oder entwickelt hat. Ist eine feine Geschichte. Ich nutze das teilweise. Ich sehe das jetzt aber als einen Zusatz, als eine Fortentwicklung dessen, was vorher schon da war. Digitale Kultur könnte sich entwickeln, sagen wir mal so, aber ob die schon existiert, ist die Frage. Ja, meine originäre Antwort auf Ihre erste Frage wäre natürlich gewesen, wenn ich an so einem Haus vorbeikomme, dann interessiert mich das, wie jedes Haus, was mir irgendwas anbietet, was ich noch nicht kenne, würde ich natürlich möglichst bald reingehen.